Es ist eine Zufallsbegegnung mit Folgen. Die Polizei in Essen fahndet nach 5 jungen Männern, die einen 27-Jährigen in seiner Wohnung krankenhausreif schlagen. Das Opfer trifft die Gruppe nachts auf der Straße und lädt diese dann nach Hause ein. Für die Spontanparty werden in einem Kiosk noch Getränke gekauft. Und mit Bildern der Überwachungskamera sucht die Polizei jetzt nach der Bande. Das Auge ist blutunterlaufen, die Knochen sind gebrochen, alles tut weh. Silvio F. hat Schmerzen, kann sich nur schwer bewegen, nachdem ihn eine Bande von 5 jungen Männern zusammengeschlagen und ausgeraubt hat. Eine Woche lag der 27-Jährige im Krankenhaus und hatte Angst, sein Augenlicht zu verlieren. Da macht man sich dann schon so seine Gedanken, ne? Also ich habe dann ein paar Tage lang halt nichts, auf dem linken Auge nichts gesehen, und das war schon sehr unangenehm. Also wenn ich das für immer hätte, so, wenn das für immer so gewesen wäre, das wäre schon sehr schlimm gewesen. In einem Nachtkiosk lernt der Deutsch-Brasilianer morgens um 2:30 5 junge Männer kennen. Gemeinsam kauft man Getränke, verabredet sich zu einer Spontanparty in der Wohnung des 27-Jährigen. Mit Bildern aus den Überwachungskameras des Kiosks sucht die Polizei in Essen jetzt nach den Männern, die ihren Gastgeber krankenhausreif geprügelt haben. Also wir sind schon erstaunt, wie diszipliniert diese Gruppe vorgegangen ist. Man hat zunächst gefeiert, man hat sie unterhalten, man hat Fernsehen geschaut, und dann plötzlich von jetzt auf gleich ist umgeschaltet worden. Mach fertig war der Befehl eines Einzelnen. Man hat mit mehreren auf den 27-Jährigen eingeschlagen und eingetreten, bis er dann letztendlich schwer verletzt oder entsprechend schwer verletzt zu Boden gegangen ist. Warum die Party mit den nächtlichen Bekannten eskaliert, das ist für das Opfer der Bande auch 3 Wochen nach der brutalen Attacke die Frage. Dann hat sich einer von denen vor mir aufgebaut und hat gefragt, wen von denen ich nicht leiden könnte. Dann habe ich einfach so als Antwort dann gesagt, ja, Nazis mag ich nicht, habe ich ein Problem mit. Der hat einfach nur einen Grund gesucht, um loslegen zu können. Und dann hat derjenige, der sich vor mir aufgebaut hat, direkt drauf mit 2 aufs Auge gegeben, direkt mit Schlägen. Und ich glaube, erst beim zweiten habe ich es so wirklich realisiert, und dann sind die anderen schon drauf. Und dann habe ich versucht zu fliehen, bin halt aus dem Zimmer raus, und ja, dann sind sie mir halt in den Rücken gesprungen, einer hat mich gewürgt. 4 der Schläger sind etwa 20 Jahre alt. Der Rädelsführer und Boss der Gang scheint älter. Ein Handy, eine Spielkonsole, einen Fernseher und das Portemonnaie ihres Opfers hat die Bande geraubt. Gesamtwert rund 200 Euro. Also steht in gar keinem Verhältnis zu der Beute, die auch gemacht worden ist. Sie haben einige wenige Elektronikartikel erbeutet bei diesem Raubüberfall. Die Verletzungen, die der junge Mann davongetragen hat, stehen in gar keinem Verhältnis zur eigentlichen Tat. Silvio F. hat Angst, wenn er seine Wohnung verlässt. Die Schuld für die Geschehnisse aber sucht der Mann, der Zufallsbekannten vertraute, bis heute weniger bei sich. Es ist halt nichts Verbotenes, Leute zu sich einzuladen, und wenn die Situation auch noch so komisch ist, ne? Also verboten ist halt, anderen Leuten Leid zuzufügen. Also ich wehre mich innerlich so ein bisschen dagegen, mir da irgendwie zu viel an Schuld aufzuladen. Denn die Schuldigen sind ganz klar die anderen. Einer der Schläger hat sich am Morgen bei der Polizei gemeldet. Die Fahndung nach dem Rest der Bande läuft weiter.